Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bodycam. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich habe mir vorgenommen, immer wenn es Updates in diesem Spiel gibt, eine Folge zu machen. Und zwar gab es gestern am 18.06. ein Update mit einiges an Hotfixes und einer neuen Map. Ihr seht es schon, eine Krankenhaus-Map, die ich mit euch heute in irgendeinem Modus auf irgendeinem Server gleich uns anschauen werde. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das Spiel wurde extrem heftig auf TikTok gehypt damals, mit ein bisschen unrealistischer Grafik. Es sieht tatsächlich sehr gut aus, aber so wie in den Videos tatsächlich dann nicht, ne? Im Video sah das ja wirklich wie echt aus, aber in-game sieht man schon, dass es ein Spiel ist, aber wir sind alle auch ganz schön grafikverwöhnt. Okay, das Krankenhaus ist die neue Map. Wir haben alle uns einmal in Videos angeschaut. Die Links findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Und ich sag mal Start Match und such mir jetzt eine Runde Krankenhaus aus, ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da einen ordentlichen zu finden. Bodybomb will ich nicht, ne? 30 Millisekunden, 5 von 10 Spielern. Team Deathmatch hört sich gut an und ich joine mal. Tatsächlich ist das Spiel keine Nullnummer, ne? So wie viele vielleicht erwartet haben. Wie bei TikTok oft gehypte Spiele dann wirklich auf Steam erscheinen und kriegen dann mega Aufmerksamkeit und da passiert gar nichts. Aber hier passiert tatsächlich was, der Entwickler tut was. So, das ist das Krankenhaus. Ich könnte es ja schon mal als Drohne angucken. Die erste Runde Team Deathmatch läuft. Sind irgendwie alle Namen scheinbar? Eine sehr viel. Oh, was war das für ein Geräusch? Na, da ist der Gegner. Der hat aber Action gemacht. Wie geht's jetzt? Okay, 8-7. Ist nicht wirklich viel. Gamezeit, die wir noch haben. Und ich weiß nicht, das Spiel noch so weiterhin entwickeln wird. Es ist ja von der Steuerung her schon relativ krass seltsam. Ich bin auch gerade mega langsam. Boah, fällt sich an, so man umfällt gleich. Schon die MP5 alle hier. Man hat ja immer dieselbe Waffe. Da könnte er auch noch ein bisschen was anpassen, der Entwickler. Boah, in den dunklen Ecken sieht man die auch gar nicht, ne? Das Ganze sieht aber cool aus. Okay, mein Name ist weg vom Kollegen. Scheiße. Connected to Cam. Okay. Cam. The Cam. Body Cam. Sehr ausgeglichene Runde hier, ne? Woo. Boah, jetzt haben sie alle die SVD hier. Das, oder ist das ein M4? Weiß es gerade nicht. Hört doch mal auf, ey. Warum machen die das immer? Wir laufen mal den beiden hinterher. Es ist halt kein Let's Play-Spiel, ne, sag ich mal so, aber schönes Update-Videospiel ist es schon. Wow, ich habe aber geschossen. Ich wusste nicht, wo der war, ey. Krass, das ist echt cool gemacht, ne?
Also, es macht Spaß. Man sieht auch viele Spieler tatsächlich. Die Server sind nicht leer. Round win. Aber nicht dank mir. Also, oh, wir sind auch nur zu dritt. Okay, einer mehr. 11 Kills, 14 Tode. Boah, 15 Kills, 5 Tode. Manche haben es drauf. Oh nein, Schrotflintenalarm. Die Schrotflinten scheinen ziemlich. Davon schön. Und die kannst du am besten aus der Hüfte ballern. Aber wenn hier im Dunkeln einer sitzt, ne, wüsste ich nicht, dass er da ist. Das ist der Kollege, da passt er schon mal nicht. Wir sind noch einige. Wir können das doch rausholen. Spannend, obwohl ich tatsächlich nicht seit Anfang an dabei bin. Aber lange Gänge sind echt nicht so gut. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Nö. Den habe ich gerade erledigt. Der müsste ja unbedingt hier lang gegangen sein. Der hockt hier im Dunkeln. Okay. Ein Camper. Wir haben einen Camper entdeckt. Den werden wir jetzt mal beleuchten. Ah! Endround. Kriege da ein paar Pünktchen ab. Was auch immer ich damit machen soll. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich mache Pause in der Zeit. So, eine Runde pures Deathmatch. Cam connected. Zwei Spieler sind's. Ein Host und ich. Okay, das ist nicht viel. Das wird sich wahrscheinlich noch vermehren. Der war gerade ganz oben, der Server. Okay, sind doch einige mehr geworden. Alle gegen alle, ist völlig egal, auf wen man ihr ballert. Alter, was war das schon hinter der Wand? Cheater! Nein, Quatsch. Scheiße. Hier mischen sich die Waffen auch ein bisschen mehr. Okay, ich werde mich total blamieren. Aber es ist auch so, dass die Leute halt gerne mal zwischen einen spawnen. Aber da hat er schon ein bisschen optimiert, tatsächlich, der Entwickler. Mal gucken, ob wir noch so komische Spawns haben. Total die Soundaussetzer gehabt. Habe ich den nicht erwischt? Doch, wir haben uns gegenseitig getötet. Okay, mal gucken. Die Runde hat halt seine Zeit. Man weiß aber gar nicht, wie lange, ne? Okay, da lag ich gerade noch. Bin mal in der Leiche gespawnt. Was ist hier für ein Raum? Oh, ich habe meine Waffe wohl wieder weggeworfen. Der Sound passt ja hier. Wow! Der Sound passt ja hier zum Spiel. Da sind ja nur Camper. Was ist los? Der war jetzt voll in der Ecke da unten. Müssen wir wohl campen. Ich mag Team Deathmatch schon irgendwie lieber. Ja,
Ja, okay, ein Kill will ich wenigstens mal haben. Wahrscheinlich kommt er um die Ecke und tötet mich instant. Erledigt. Timmy, der Camper. Bis man im Ziel kommt, dauert das auch immer so lange. Na, Realismus ist ein bisschen anders, ne? Aber ist schon cool gehalten. Aber was Neues. Erschrocken. Schrotflinte. Das ist einfach nur stumpf. Warum wollte ich jetzt wieder zielen? Man kann auch im Zielen schießen, das geht auch. Ein Scharfschützengewehr mit einem Red Dot drauf. Zwei sich streiten vor sich der Dritte. Aber wer ist dieser Dritte? An der Hinter mir kommt, dann hab ich sowieso die Arschkarte. Ja, sieht er die Reaktion? Also, wie man sich bewegen kann? Scheiße. So gut war meine Reaktion doch nicht. Aber ich bin gerade bei 4 zu 10. Oh. Das ist so weit da hinten, da kannst du gar nicht sehen, ob sich einer bewegt. Okay. Keine Chance, wenn sie von hinten kommen. Wir haben auch schon mittlerweile ein paar Pro-Gamer dabei. Aber die Map ist gar nicht so hässlich, also die ist schon ziemlich hübsch. Also nicht wirklich hübsch, aber stylisch. Aufzüge, also ich kenne Krankenhäuser sehr gut von meinem Beruf. Aber da wird nie drin geschossen. Gott sei Dank. Ist keine Ahnung, wo ich hingeballert habe. Normalerweise ist das ja immer die Mitte. Boah, ich hoffe, da sollte man gar nicht zielen, glaube ich. Boah, ich hab den gesehen. Aber so schnell konnte ich ja nicht abdrücken. Boah. Was für eine Loser-Runde, ey. Oh, ich habe das Leiche noch geschossen. Boah. Nichts zu schaffen. Also das ist echt schneller sterben, als man gucken kann. Aber ist auch ein Deathmatch-Modus. In einem noch nicht ausgereiften Spiel. Ist gar kein. Also, du hast ja voll die geile Pose eigentlich. Aber ihr seht, der spawnt die zum Beispiel gar nicht, ne? Aber wenn ich weg bin, spawnen die da wieder. Da war einer. Der lange Gang, der ist nicht gut. Wow. Lauf, Timmy. Nein, der ist leider nicht. Boah. Ganz frisch. Mann. Ja, immerhin mittlerweile 7. Damit ich mich die ganze Dolle blamier.
Was ist denn das für ein Raum? Toll, wir wollen einmal mal den Raum angucken. Roter Gang. Mutig um die Ecke geschaut, muss ich schon sagen. Ein Taschenlämpchen. Oh, der OP. Da kann man ja gar nicht sterben, oder? Da muss dann ja, wird man sofort operiert. Oh. Da ärgert sich jetzt aber. Hab ich zuerst gesehen und geschossen. Da. Die Schüsse sind sich komisch an. Kugelsichere Stofffetzen. Zeig mal, nur damit ihr ausseht. 13 zu, nee, gar nicht, 9 zu 20. Ach, Scheiße. Ich hab gar nicht vor wie 20 Verluste. Verluste. Ja. Ist ja auch nur wildes Geballer, ne? Oh, die Taschenlampe liegt auf dem Boden. Den haben wir. Nö. Er ist geschickt durch Kugelhagel gelaufen. Ist er. Gameplay fühlt sich ein bisschen dann besser an mittlerweile, muss ich sagen. Ich sag's und schieß mega daneben, wenn du das scheiß Game und Korn hab. Scheiße, ey. Keine Ahnung. So nach Gefühl geballert. Oh, jetzt habe ich weggeworfen. Ja, Pistole ist auch mal cool. Weil das ist ja irgendwas so aus den Videos, ne? Endgame. Naja, man kriegt immer Belohnung und levelt, ne? Können wir mal gucken, was wir damit jetzt reißen können. Boah, fast 100.000ster Platz. Yes and wins. Okay, ja, war nicht gut. Aber ich übe auch gar nicht so wirklich, ne? So, schön Pause bleiben, Video, Musik. Wir liefern mal die Runde. Schauen wir mal ganz kurz im Locker rein, da ist ja immer was Neues drin. Wir haben nämlich jetzt stolze 1000. Und für 1000 können wir uns wieder eine neue Ausrüstung holen. Ein Headset. Das ändert ja nicht wirklich viel, ne? Ja. Achso, der Preis schon darunter. Naja, ich kann mir nichts leisten. Kann man ja aber sparen für die nächsten Folgen, ne? Was ich habe, ist das hier schon. Also sieht mein Charakter aus. Ja, man kann da eine Menge freischalten. So, komm ich zurück. So. Gut. Keine ultralange Folge, aber war auch nur eine Map, die wir zeigen. Und von Inhalt ist auch nicht wirklich Neues gekommen. Aber wie gesagt, der Entwickler macht wenigstens was. Dann sehen wir uns im nächsten Update-Video. Bis dann.